Hochbetrieb am Hamburg Airport. Mit 55.000 Passagieren war der 14. Juli der passagierstärkste Tag der bisherigen Sommerferien. In der ersten Ferienwoche nutzten insgesamt fast 330.000 Reisende den Flughafen, die stärkste Woche seit der Corona-Pandemie. Damit liegen die Passagierzahlen bei rund 85% im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Top-Urlaubsziel war in diesem Jahr mit über 80 Flügen in einer Woche Palma de Mallorca. Am ersten Ferientag hatte eine Aktion der letzten Generation den Flughafen über mehrere Stunden lahmgelegt.